Und ich weiß, warum Menschen sich daran stoßen, wenn wir behaupten, es sei der einzige Weg zum himmlischen Vater, zu Gott selbst. Es war schon immer so, wenn Menschen die Wahrheit gesagt haben, das gibt Probleme. Die Wahrheit löst in uns etwas aus. Manche suchen nach Gerechtigkeit, sie hungern und dürsten danach, aber manche haben Probleme mit der Wahrheit, wenn die Wahrheit uns selber betrifft. Und wisst ihr, eine Wahrheit, die Gott uns nicht vorenthält, ist die, dass wir Menschen, anders als was die Psychologie uns sagt, dass Gott sagt, wir Menschen sind getrennt von Gott. Manche haben ein Gefühl von, hey, ich glaube schon an Gott, ja. Ich lebe so gangstermäßig, aber ich glaube an Gott, ja. Ich habe Respekt vor Gott, ja. Aber das ist nicht ein Leben mit Gott. Ein Leben mit Gott unterscheidet dich von dem Rest der Welt. Es ändert deinen Charakter. Keiner von uns hat je gelernt, zu lügen, zu klauen, zu morden, zu heucheln, hinterlistig zu sein, sich zu verstellen, zu verstecken. Aber Gott sagt, es ist unsere Natur. Unsere Natur ist es, dass wir genau dem entsprechen, was Gott nicht gefällt. Unser Charakter ist verdorben, ist verzerrt, ist verschoben. In anderen Worten, wir kommen in dieser Welt, du bist wie ich, ein Sünder vor Gott. Wir sind getrennt von Gott, wenn wir nicht Jesus haben. Eine Wahrheit, die man nicht ansprechen darf, weil der Mensch alles geschenkt hat. Ich muss die Wahrheit sagen, tut mir leid, aber die wollen zuhören, die trauen sich nicht näher zu kommen. Ich muss laut sein. Wie kann man behaupten, einen Menschen, den ich nicht kenne, dass ich behaupte, genau wie Gott es behauptet, du bist ein Sünder. Ist das nicht ein Eingriff in die Privatsphäre, wenn ich mich einfach vor ein Argument irgendwie ranziehe und sage, du bist so, die Bibel beschreibt dich so. Und wisst ihr, als Jesus aufgetreten ist, war es nicht anders als heute. Die Leute haben gezweifelt. Keiner hat geglaubt, dass Jesus Gott war. Die religiösesten Menschen, selbst die, haben ihn in Zweifel gezogen. Sie wollten ihn steinigen. Er will immer lustig sein. Sie wollten ihn steinigen. Sie wollten ihn zur Stadt hinauswerfen. Aber sie hatten sowas noch nie gehört. Solche Worte, wie Jesus sie gesprochen hat, hat kein Mensch vorher gehört. Woher diese Vollmacht? Woher diese Kraft? Wie kann jemand so predigen, so lehren wie Jesus? Und wie wir Menschen halt sind, sensationsgeil, bleiben wir stehen, wenn wir was hören, wenn wir Menschenmassen sehen. Und dieser Jesus, vollkommener Mensch, aber auch vollkommener Gott, es hat noch nie jemand gesehen, dass ein Blindgeborener, dass die Augen sich auftun, dass jemand, der taub, stumm geworden ist, dass seine Ohren sich auftun und er zu sprechen beginnt. Und dieser Jesus, er ist jemand, den gab es vorher noch nie. Und die Leute, einige, die natürlich es nicht laut zugeben durften, merkten, an ihm ist etwas dran. Dieser Jesus, der scheint derjenige zu sein, den Gott verheißen hat in der Schrift, in der Bibel, im Alten Testament. Und die Leute begannen ihm nachzufolgen. Und wisst ihr, ich will heute über eine kleine Sache sprechen. Wir wollen euch einladen zu einem Leben mit Jesus. Aber ich kann euch nicht einladen auf eine Party. Nicht hier. Jesus ist so ehrlich, dass er sagt, es gibt eine Hölle. Jesus ist so ehrlich, dass er sagt, Gott ist so gerecht, es gibt ein ewiges Gericht. Gott ist so ehrlich, er sagt, um der Gerechtigkeit willen werden die Menschen euch verfolgen. Jesus ist so ehrlich, dass er sagt, um meines Namens willen werden sie euch schmähen. Also ablehnen, verachten und verfolgen. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, stell dich auf Widerstand ein. Stell dich darauf ein, dass die Leute dich schräg finden. Dass die Leute dich ablehnen. Dass die Leute dich verachten und Schlechtes über dich reden. Aber ich will dich einladen zu diesem Jesus, weil die Bibel sagt, weil Gott durch den Apostel Paulus sagt,
dass jeder von uns von Gott weiß in seinem Herzen. Und Salomo sagt im Buch Prediger, die Ewigkeit ist dem Menschen ins Herz gelegt. Wir Menschen haben interessanterweise eine Ahnung von Ewigkeit. Ein geliebter Mensch, er lebt gerne. Und ich hoffe, dass du in diesem Leben, was oft krank und pervers ist, diese Welt ist verrückt und voller Ungerechtigkeit, ja. Aber trotzdem sehen wir an der Schöpfung und all dem, was wir genießen dürfen, es muss einen Gott geben. Und ich will dich nur ermutigen, nach der Wahl zu fragen, die du in dir hast. Diese Stimme, die dir sagt, ey, das kann doch nicht alles sein. Ich kann doch nicht nur dafür leben, dass ich irgendwelchen Typen gefalle, weil ich mich irgendwie von morgens bis abends schwinge. Es kann doch nicht alles sein, nur weil ich verschiedene Beziehungen habe, hier mal bei ihr schlafe, mit ihr schlafe. Das ist doch nicht alles. Es kann doch nicht alles sein, dass ich auf Fahrt mache, so ein bisschen meinen Gangsterfilm fahre und denke, ich wäre unabhängig und irgendwie unbesiegbar. Es kann doch nicht alles sein, dass ich in diesen paar Jahrzehnten ein bisschen Geld mir abgreife und denke, ich wäre der Mafiosi schlechthin. Nein. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus eine Sache. Glückselig sind nicht die, die viel Geld machen. Glückselig sind auch nicht die, die irgendwie ein perfektes Gesicht haben. Glückselig sind auch nicht die, die viel haben, viel besitzen, einen angesehenen Namen haben oder 1 Million Follower auf YouTube oder Facebook haben. Nein, glückselig sind die Armen im Geist. Glückselig sind die Trauernden. Attribute und denkst, Alter, das soll mein Leben sein? Aber Gott ist so ehrlich, er sagt, bevor du zu mir kommen kannst, musst du dir eingestehen, wer du bist. Ein armes Wissen, ein Schauspieler, du hast eine Maske auf, gesteh dir ein, du brauchst meine Gnade. Und Jesus Christus hat 12 einfache Menschen in den Nachfolger gerufen. Und ich habe euch gerade erzählt von den Konsequenzen. Die Konsequenzen ist nicht Applaus. Die Konsequenzen ist nicht, dass die Leute sagen, hey, was du machst, ist gut. Aber die Wahrheit musste gesagt werden. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. In dieser Welt werden wir belohnt. Es geht mehr als um diese kleine Zeit, die vergeht. Das Leben, die Bibel sagt, das Leben ist ein Hauch. Also bereite dich vor auf die Ewigkeit. Und ich bin mir bewusst, dass ich mir keine Freunde mache mit dieser Botschaft von einem Gott, der alles gemacht hat. Von einem Gott, der sagt, wir Menschen, wir sind aus einem Ebenbild geschaffen, aber haben bewusst gesündigt und Gottes Empfehlung nicht wahrgenommen. Wir handeln gegen ihn, diesen Rebellen. Aber wisst ihr, ich habe vorhin davon gesprochen, wir brauchen diesen Jesus, um unsere Sünden zu erkennen. Gott ist jemand, der uns die Wahrheit sagt und der uns nicht irgendwie etwas vormacht. Und er sagt es, wie es ist. Ja, du bist ein Geschöpf Gottes, aber du bist auch ein Sünder, getrennt von Gott, wenn du Jesus nicht hast. Und deswegen will ich dich einladen. Ergreife diesen Jesus. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Aber das Gericht kommt trotzdem über ihn. Ich will euch ermutigen. Ihr glaubt so viel. Hört auf so viele Frieden. Jeder lädt euch ein, auf seine Seite zu kommen. Jeder erzählt euch, was die Wahrheit ist. Aber nur Jesus behauptete von sich, dass er die Wahrheit ist. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, nehmt euch gerne was mit. Und dann geht auf www.gott.de. Kein Mensch kommt an Jesus vorbei. Jeder von uns muss sich mit diesem Jesus befassen. Und spätestens nach unserem Tod werden wir vor Jesus stehen. Und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Herr ist.
Herzliche Einladung, diesen Jesus kennenzulernen. Komm zu diesem Kreuz, er vergibt. Und es gibt die Möglichkeit, egal was du getan hast, neu anzufangen bei ihm. Gesteh dir deine Schuld ein, deine Sündhaftigkeit. Und wenn du sie nicht spürst, lies die Bibel, lern diesen Gott kennen. Er zeigt dir wirklich, wie es um dein Herz steht, was die Wahrheit ist und wer du wirklich bist. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du, was dir nicht gefällt. Wer in die Bibel schaut, sieht auch, was ihm nicht gefallen wird. Aber er will die Wahrheit hören und um die Wahrheit geht es. Herzliche Einladung, nimm dir gerne was mit.